Hallo Leute! Hallo? Kann mich hier bitte jemand von der Decke holen? Bitte! Oh nein, ich hänge hier schon seit Tagen rum. Oh mein Gott, der war so schlecht! Und damit herzlich willkommen heute zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Freunde, ihr seht es, wir sind gerade in einem Steinhaus und versuchen diese Leiter hochzuklettern, aber das Ganze gestaltet sich schwer. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel und am Thumbnail gesehen, denn heute werden wir nicht normal Minecraft spielen. Wir werden versuchen, Minecraft zu überleben, wenn die Welt auf dem Kopf steht. So wie meine Welt. Ping! Yeah! Freunde, ich hoffe, bei euch ist alles cool. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, gerade muss ich mich noch ein bisschen hier an diese ganze Tastatur-Krimskrams gewöhnen, weil nämlich alles verkehrt rum ist. Es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich unglaublich verrückt und ich zeige euch jetzt mal, wo wir gerade stehen. Wir stehen gerade irgendwie... mir wird ganz komisch. Hä? Es ist so unglaublich schwierig. Warte, ich glaube, Leute, wisst ihr, was ich glaube, ich machen muss? Ich muss, glaube ich, meine Maus nehmen und muss die einmal drehen. So, meine Maus, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, ich habe meine Maus einfach genommen und habe die einmal komplett rumgedreht. Das heißt, die Tasten sind jetzt gerade wo komplett anders. So und so und... Hey, na, Villager, was geht ab? Also irgendwie ist alles... Hä? Oh, irgendwie ist alles total merkwürdig. Oh, ich glaube, ich darf nicht nach draußen, weil sonst... Weil die Welt ist ja jetzt... Oh. Ich krieg Kopfschmerzen dabei, Leute. Ich weiß nicht. Guck mal, kann ich das hier irgendwie abbauen? Hier mit, das ist die Taste zum Abbauen. Warte mal, ich mach mal hier erstmal kurz wieder das Ding an. Oh, es ist so unglaublich komisch, weil ich nämlich meine ganze Maus und Tastatur alles ganz anders jetzt geregelt habe. Challenge für heute ist, ich glaube, ich probiere irgendwie zu... Oh. Okay. Irgendwie probiere ich zu überleben. Es sieht... Alter. Ich... Ja! Was ist das? Oh! Hä? Ich blick's nicht. Ich blick gar nichts mehr. Okay, also. Das da ist auf jeden Fall nicht gesund für die Augen. Warte mal. Guck mal, wie das aussieht. Das ist auf jeden Fall nicht so gesund für die Augen, Leute. Hä? Es ist so unglaublich. Wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Wartet. Es fehlt eine einzige wichtige Sache noch. Und zwar fehlt nämlich das hier. Moment. So, weil dann ist nämlich alles richtig. Moment, wie war das denn nochmal? Genau hier drauf. So, und damit, hi Leute und willkommen heute hier zurück zu einer weiteren Folge von Wir spielen Minecraft verkehrt rum. Ah, es ist so... Oh mein Gott, ich kann da nicht hingucken. Das geht nicht. Oh, oh mein Gott, es ist so crazy. Ich muss jetzt die Facecam wieder richtig rummachen, Leute. So, zack. Hi, ich bin wieder zurück. Wow. Oh, kacke. Also, ich wollte eigentlich heute mir ein Ziel stecken, was ich machen will. Aber es ist irgendwie... Guck mal, das ist noch schwerer, wenn man im F5 ist. Was ist hier los? Also, es gibt nämlich zwei verschiedene Mods, die ich mit euch hier besprechen wollte. Und zwar gibt es einmal diesen hier, den fand ich jetzt einmal einfach mal cooler. Weil damals gab es sogar so ganz coole Minecraft-Features, wo das auch so ähnlich mit dabei war. Und ich habe das irgendwie mir gedacht, yo, ey, eigentlich kann man das mal wieder machen und sowas. Gab es jetzt längere Zeit nicht. Und dann gibt es nämlich nochmal eine Art Mod, wo die Welt wirklich verkehrt rum ist. Das bedeutet, dass das da unten, nicht das da ist unten, sondern das da ist unten. Und dass man dann sozusagen auch dort runterfallen kann. Wenn ihr darauf Bock habt, Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Dann versuche ich das zu installieren. Aber ich habe jetzt schon bei dem hier ewig lange gebraucht, um das hier zu installieren. Dann lasst doch mal gucken, ob wir die Kuh irgendwie kopfüber killen können. Das Problem ist, dass ich meine Maus gedreht habe und das jetzt alles gar nicht mehr so leicht ist. Jawohl. Okay. Oh, gleich wird sogar Abend. Das bedeutet, wir müssen gleich gegen Creeper kämpfen. Yo, hey. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da geht's voll runter. Oh, oh Junge, ich wäre da fast hingelaufen. Okay, ganz vorsichtig. Das ist zurück. Ganz langsam. Ganz langsam wieder zurück. So. Und wieder weg. Oh mein Gott, Alter. Was mache ich hier für Sachen gerade? Hey, Villager, willst du mit mir handeln? 22 Kohle. Oh, es ist alles so verwirrend. Es ist so unglaublich verwirrend. Ich glaube, man könnte echt mal so einen Stream machen oder sowas, wo man so richtig diese Challenge sozusagen so macht, dass man probiert. Oh, ich brauche Essen. Warte mal, kann ich irgendwas? Oh, es wird jetzt spät. Irgendwie so muss ich, glaube ich, spielen. So,
So, so kann man das langsam machen. Ich habe auch meine Tasten A und D habe ich auch umgetauscht, falls ihr mir nicht glaubt. Warte, ich zeig's euch mal kurz. Ich habe A und D nämlich auch getauscht, weil, wenn man A und D tauscht, hier seht ihr das, nach links ist jetzt nach D, auf D zum Beispiel drücken und sowas, weil jetzt ist gerade nämlich alles verkehrt rum. Und hier, die Maus kann man nämlich auch noch inverten. Aber das ist dann, das ist noch schwieriger als vorher. Oh mein Gott. Okay, das machen wir mal lieber wieder aus. So, und dann so verkehrt rum. So, let's go, gib ihm. Okay, also, um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich einen Plan. Hier geht's, glaube ich, in diesen Abgrund runter. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge, Alter, wenn ich da absegel. Okay, hier ganz vorsichtig so. Und dann da langlaufen. Kuh, du musst jetzt wieder dran glauben. Alter, das ist so unglaublich schwer. Ah, Zombie? Ah, ein Zombie. Komm her. Ich bin PvP-Profi, auch wenn alles auf dem Kopf steht. Oh, Junge, ich hab's. Oh mein Gott, ey, es ist so schwer. So, warte mal, dann muss ich hier in die Richtung stingsen. Ich weiß, Leute, ihr glaubt es mir jetzt gerade nicht. Ich weiß, es scheint jetzt, auf den ersten Blick scheint es jetzt vielleicht nicht so, dass es schwierig ist oder sowas. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. So, dadurch, dass ich halt auch noch meine Maus gedreht habe oder sowas. Guck mal, dieses Beet-Abfarmen alleine gestaltet sich schon übelst schwer. Wir müssen noch irgendwas craften. Irgendwas müssen wir craften und vielleicht ein kleines Häuschen bauen. Aber ich glaube, das mit dem Häuschen schaffen wir heute nicht mehr, weil mein Video sowieso schon ultra zu spät ist. Ich muss ganz ruhig halten, weil ich nämlich... Ich muss jetzt mit beiden Händen diese Maus bewegen, weil ich es sonst nicht hinbekomme. Oh, kacke, das ist so schwer. So. So. Und jetzt... Oh, irgendwie... So, wartet. Irgendwie müssen wir jetzt probieren. Das da. So. Das ist jetzt wieder richtig rum. Ich höre hier schon wieder Zombies. Ah! Nein! Nein! Nein, wo gucke ich hin? Wo sind die? Da! Hä? Oh Mann, meine Maus! Hilfe, ich krieg's nicht hin! Ich hab's... Vielleicht sollte ich doch einfach lieber Reaction-Videos machen, Leute. Da tut sich keiner weh. Da tut sich einfach keiner weh. Junge, das ist so schwer. Wo ist jetzt wo ist jetzt das Dorf? Ah! Hey, Bro. Na, was geht ab? Ich muss wegrennen. Renn, Lars, renn. Junge. Ich darf auch bloß nicht ins Wasser fallen. Da komme ich nie wieder raus, ey. Ich sag's euch. Nie wieder. Okay, 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 okay. Alles klar, ich muss jetzt irgendwie probieren. Oh, oh. Oh, das sieht so cool aus auch irgendwie teilweise, oder? Sieht teilweise auch echt richtig cool aus. Warte mal, ich mach mal kurz Timeset 0 wieder. Da mache ich mal kurz die Nacht vorbei, weil es stört sonst zu sehr. So, und zwar ist hier unsere Axt. Und jetzt gehen wir ein bisschen farmen. Wer liebt es nicht, kopfüber ein bisschen Holz zu farmen? So. Es ist so komisch. Da auch noch. So. Okay, hier haben wir noch ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, ich schlage mich doch eigentlich ganz gut, oder? Dafür, dass alles kopfüber ist. Ich weiß, Leute. Ich weiß ganz genau, was ihr jetzt denkt. Hey, so schwer ist es doch. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Wo ist jetzt oben? Wo ist jetzt unten? Wo? Ich darf da nicht runterfallen. So irgendwie. Ja. Und dann so. Zack, okay. Mann. Oh. Da ist ein Creeper. Den werde ich jetzt... Ich probiere jetzt, den Creeper zu machen, Leute. Komm her. Ja, 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 ja. Oh. Ey, ich bin gerade richtig stolz. Ich bin gerade richtig, richtig stolz auf mich, Leute. Ich bin wirklich mega stolz auf mich. Also, ich versuche jetzt mal noch eine Workbench zu craften. So, das ist jetzt wieder richtig rum. So, und dann wollte ich eben noch irgendwas anderes craften, aber irgendwie bin ich zu stupid, mir hier irgendwas zu bauen, irgendwas zu craften, weil das einfach ultra kompliziert ist, weil ich versuche mal ein Haus, ich versuche mal ein kleines bisschen so ein Haus zu bauen. Oh. Alter,
wenn man das gewohnt ist, dass das Minecraft richtig rum ist, dann ist das hier unglaublich. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? So. Ist es richtig rum? Ja, es ist richtig rum. So und so. Also, um ehrlich zu sein, überleben. Ja, das geht, das geht, das geht, aber es ist auch spiegelverkehrt. Also wirklich, Leute, ich gebe jetzt euch eine Challenge. Holt euch diesen Mod. Ja. Holt euch diesen. Nein, ich steck fest. Oh nein. Holt. Wisst ihr was? Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich hab's probiert. Das ist mir eine Nummer zu haarig. Oder zu verkehrt drum. Ha, witzig, Lars. Ich gebe euch die Chance, auch das Ganze hier mal zu probieren und es zu meistern. Macht ein Video darüber. Ich würde es mir angucken. Vielleicht machen wir auch so ein Reacting-Ding darüber. Einfach so ein bisschen, um die Community herauszufordern. Leute, wer schafft es, so ein Haus zu bauen, der bekommt von mir ein Eis ausgegeben. Okay? Das wäre auf jeden Fall sehr cool. So, ja, ich denke mal, wir sind hier für heute fertig. War echt richtig, richtig nice. Ich habe eine Menge Spaß gehabt hier bei diesem Vertical. Ob ich das nochmal machen soll oder nicht, entscheidet einfach jetzt ihr da draußen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Mein Video ist eh schon zu spät. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Bis dahin. Tschüss.